Zumalkommen, was geht ab? Ich bin Nomadisch, auf euch geht es super und ja, willkommen zurück zu einer neuen Reaction auf diesem Kanal. Wir haben zum allerersten Mal auf diesem Kanal tatsächlich Mero. Kommt mir gerade auch ein bisschen komisch vor, weil wir schon über 35 Reactions hatten. Aber ja, Mero ist heute am Start mit seiner dritten Single vom neuen Album Seele. Mero, was soll man zu Mero sagen? Erste Single, Bogota, fand ich persönlich stark. Zweite Single hat er wieder für mich ein bisschen reingeschissen. Dritte Single bin ich jetzt ein bisschen eher gespannt, weil er war jetzt auch ein bisschen länger weg. Also die zweite Single ist auch schon ein bisschen länger her. Deswegen umso gespannter. Wird auch viel gehatet, der Arme. Also er tut mir schon ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen, weil im Endeffekt hat er mit 18 viel mehr erreicht, als du je mit 40 erreichen wirst. Also Bruder, hör bitte auf, tu mir den Gefallen und hate ihn nicht, Digga. Weil egal wie seine Musik ist, okay, also ist auch natürlich eine große Meinungssache, aber egal wie manche seine Musik sehen, ich finde die jetzt auch nicht immer gut, ja, also ich finde die auch schon manchmal ein bisschen cringe, aber er ist einfach ein Macher und das muss man einfach anerkennen, dass er mit 18, das was er mit 18 erreicht hat, Digga, davon muss man großen Respekt haben, egal wie schlecht seine Musik ist, egal was für Cringe-Momente er schon hatte, man muss trotzdem eingestehen, dass er einfach alles, also die Deutschrap-Szene, jetzt habe ich eigentlich viel gelabert, muss ich ehrlich sagen, in einem Intro. Produziert ist das Ganze, glaube ich, von, keine Ahnung, Bruder, wir gehen einfach rein. 2-1, let's go, Alter. QDH, es wird zu wild. Ah, direkt mit Valentino-Hemd, Digga. Sei ihm gegönnt. Ich habe auch vorhin bei Instagram reingehört, also dieser Album-Trailer, den die Rapper immer posten, kurz bevor der Track reinkommt oder released wird. Young Mesh und Judy haben einfach für ihn produziert. Finde ich jetzt persönlich richtig nice, weil bei ihm hat man die, glaube ich, auch nie gehört. Deswegen umso gespannter, wie der Beat auch wird. Und ja, wir gehen einfach direkt rein. Ich komme von ganz unten aus dem tiefen Loch. Hasse Gesetze, doch ich liebe Gott. Boah. Die Flöte im Hintergrund, sehr stark, Alter, sehr, sehr stark. Digga, ich schwitze so schlimm, es ist so kacke heiß, Alter, mein Gott. Viele Scheine haben Perspektive, jagt. Black Heart, weil ich nicht auf Liebe hoff. Ich komme von ganz unten aus dem tiefen Loch. Okay, Pre-Hook mit Hook, also Bridge oder wie auch immer man das nennt. Also erstmal langsam die Hook gerappt, dann ein bisschen schneller, dann zum Beat-Drop nochmal schneller, also ja. Wie man es eigentlich nicht anders gewohnt ist, würde ich jetzt sagen. Hast du Gesetze, doch ich liebe Gott. Viele Sterne, immer Perspektive, Jock. Viele, ich weiß nicht, was er da sagt, aber er sagt auf jeden Fall Perspektive, Jock. Ich weiß es nicht, Digga. Also, er hat bei Darmstadt 98 gespielt, er hat bei Mainz 05 gespielt. Ob die Perspektive wirklich Jock war, weiß ich jetzt auch nicht bei ihm. Sag mir, was würdest du machen an meiner Stelle, wenn Hype kommt, Geld kommt, jeder deine Fresse kennt. Sag mir, was gibt dir das Gefühl von zu Hause, wenn Menschen tun, als wär... Boah, das finde ich gerade richtig nice, dass er hier jetzt mit einem Real Talk loslegt, Alter. Das kennt man eigentlich gar nicht von Mero. Sehr, sehr stark. Finde ich gerade richtig nice, wie er gerade hier reinlegt mit dem Real Talk. Richtig geil, Alter. So als Produkt geboren, das man kaufen könnte. Schießt Fotos so wie Zoobesucher. Ich schreibe... Aber er hat auch recht, Digga, wenn man jetzt so ein bisschen darüber nachdenkt, wie werdet ihr mit der Situation umgegangen, mit 18 so einen fetten Hype zu bekommen, ganz Deutschland kennt dich auf einmal. Also ich glaube auch nicht, dass er damit gerechnet hat, dass Ballerlos so abgeht, Digga. Lifestyle, Bruder, Gott hat gegeben. Betrug, als ob ich's nicht ohne tun kann. Globale Charts, shit, ja ich war da, der allererste Künstler aus ganz Deutschland. Das stimmt auch, Digga, er ist vor Apache reingekommen. Es war egal, wie krass Apache gerade Erfolge feiert in den Charts und so. Mero war der Erste, der wirklich richtig krasse Erfolge gefeiert hat, Alter. Und das mit 18. Hält es nicht aus, so viele Streams, dass Leute denken, alles wäre gekauft. So viele Streams, dass Leute denken, alles wäre gekauft. Ja, so ist es halt, Bruder. Du bist neu in die Szene reingekommen, hast Unmengen an Klicks auf YouTube, auf Spotify, überall. Natürlich, Bruder, natürlich gönnen die Leute nicht. Es ist, wie es ist, Digga. Die Welt ist heute leider so. Es ist, wie es ist, Digga. Egal, was ich mache, alles wird gehatet. Scheiße. Bruder, als... Digga, ich habe den Track vorher nicht gehört, falls ihr das jetzt denkt, aber alles, was ich gesagt habe, Digga, sagt er gerade in seinem Track. Drauf, bring Para nach Hause, dank Playlist. Ich komme von ganz... Sehr, sehr starker erster Part auf jeden Fall. Also, jetzt haben wir den ersten Part hinter uns und die Hook. Die Hook finde ich jetzt nicht so unbedingt gut, aber der erste Part hat mich wirklich überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Also, das war wieder, also ich glaube, das ist eher wieder einer der besseren Mero-Songs, muss man auch wirklich zugeben. Man sieht auch schon Dicker Busch Rüsselsheim, also das ist hier die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Also, hat er auch dort abgedreht auf einem Dach, feiere ich auf jeden Fall. Unten aus dem tiefen Loch.
Hustle-Gesetze. Boah, das feiere ich gerade, Bruder. Das feiere ich gerade, wie die Trommel im Hintergrund so locker einsetzt, Alter, mit der Flöte. Beat auf jeden Fall, wie man es auch nicht anders gewohnt ist, von Judy und Young Mesh. Phänomenal. Ich komme von ganz unten aus dem tiefen Loch. Hustle-Gesetze, doch ich liebe Gott. Viele Sterne, aber Perspektive, ja. Boah, wie man aber hier nicht sieht, man sieht auf jeden Fall neue Gesichter, das muss man auch sagen. Also ich sehe jetzt, ich habe kein Brado gesehen, ich habe kein Mucho gesehen, ich habe auch nicht diesen Khalo gesehen, auch kein Khatar. Also man sieht auf jeden Fall die neue Gesichter um ihn herum. Auch ein bisschen komisch, würde ich sagen. So, jetzt bin ich wirklich gespannt auf den zweiten Part, ob er weiter mit Retalk loslegt oder ob er auf seine alte Schiene wieder zurückgreift. Bin gespannt, let's go, zweiter Part. Renn weg vor jedem Shit, sie holen mich ein. Die Welt, die ich sehe, muss verloren sein. Allein auf der 1, featuret euch. Was die Leute jetzt bestimmt denken, Digga, okay, Digga, Luxury Wodka, das feiere ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob Wodka gelb ist. Nein, Wodka ist nicht gelb, Digga. Aber das feiere ich jetzt nicht, wenn da jetzt Wodka drin ist, Bruder. Weil, wie gesagt, der ganze Familie. Es gab mal so einen Livestream, wo er über seine Familie, über seine Mutter, dies, das geredet hat. Das würde ich jetzt nicht feiern, weil das würde eigentlich alles widersprechen, was er in seinem Livestream damals gesagt hat. Worauf ich aber eigentlich kommen wollte, ist, dass er gerade mit seiner Stimme singt. Ja, das ist kein Autotune oder sonst irgendwas. Seine Stimme ist wirklich krass. Muss man auch wirklich sagen, Alter. Schreisch, ich mach das Ding ganz allein. Seh zu, ob es einem nochmal gelenkt. Ein, zwei Generationen geprägt. Sieh zu, ob es noch einmal jemanden gelingt. Ein, zwei Generationen geprägt. Apache ist es auf jeden Fall gelungen, muss man sagen. Ein, zwei Generationen. Welche Generation meint er jetzt? Die 10-Jährigen oder die 13-Jährigen? Guck mal, ich wollte meine Eltern nicht wecken. Draußen im Motto rappen. Winterjacke, Kälte vergessen, okay. Ich komme von... Okay, zweiter Part. Naja. Hat gut angefangen, ein bisschen nachgelassen, weil das, was er im zweiten Part eigentlich gesagt hat, hat er schon im ersten Part gesagt. Aber ja, es ist auf jeden Fall einer der besseren Metal Tracks. Das muss man ehrlich sagen, Alter. GG auf jeden Fall. Ganz unten aus dem tiefen Loch. Hast du Gesetze, doch ich liebe Gott. Ey, wie gesagt, bei der Pre-Hook feiere ich es gerade übertrieben. Also hier ist auf jeden Fall Mucho. Ja, doch kein Streit. Spaß, Mann. Bei der Pre-Hook feiere ich auf jeden Fall diese Dings da im Hintergrund. Die sind wirklich richtig, richtig nice, Alter. Muss man ehrlich sagen. Ich komme von ganz unten aus dem tiefen Loch. Hast du Gesetze, doch ich liebe Gott. Viele Sterne, aber Perspektive, ja. Weg hart, weil ich nicht auf Liebe. Ja, okay, also wir neigen uns langsam dem Ende zu. Okay, hier sind nochmal Luxury-Dosen. Also wie gesagt, das widerspricht sich alles, was er damals in seinem Livestream gesagt hat. Aber ey, jedem das seine, Bruder, soll er machen, was er denkt, was er für richtig hält. Aber naja, abschließendes Fazit zu dem Track machen wir dann gleich, wenn der Track auch endgültig vorbei ist. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommen sollte. Vielleicht... Mero Perspektive aus dem Album Seele. Ja, ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt. Dann können wir das Ganze nochmal ganz schnell abschließen. Also, Like-Dislike-Verhältnis ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Also, ich glaube, letztes Mal war schon krass viele Dislikes bei seinem letzten Track. Genau, bei Ohne Dich war das. Wir schauen mal ganz kurz rein, weil es mich gerade auch ein bisschen interessiert. Ja, man, 39.000 Dislikes ist jetzt auch nicht wenig, Bruder. Ja, 1.000 Dislikes jetzt nach ein paar Minuten, okay. Eigentlich hätte er ein bisschen mehr, normalerweise. Aber ja, die Leute feiern es anscheinend jetzt doch ein bisschen mehr als es andere. Und ja, wie gesagt, ich finde es auch, dass es einer der besseren Mero-Tracks war. War jetzt kein schlechter Tracks, aber ja, was er auch hier gesagt hat, 10 Millionen, 100.000 Klicks, GG auf jeden Fall. Ja, ist ein guter Track, werde ich mir auf jeden Fall mal öfter reinziehen, um darauf selber nochmal ein bisschen klar zu kommen. Wie findet ihr den Track? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, weil es noch nicht gemacht hat. Viel mehr brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt und ja, Pump Perspektive. Unten in der Beschreibung mein Insta und der Original-Track. Ich bin jetzt raus, wünsche euch eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Wochenende, was auch immer. Peace.